Stadt von Unten hat sich im Frühjahr 2014 gegründet, mit dem Ziel, die weitere Privatisierung in der Stadt Berlin zu verhindern, und arbeitet an einem Modellprojekt für eine Mieterinnenstadt. Und sie entwickeln, die entwickelt werden soll durch die Mieterinnen. Das habe ich von eurer Internetseite genommen. Ich hoffe, das ist genau das, wofür ihr hier heute steht. Und ja, wir freuen uns auf Ihren Beitrag. Ja, vielen Dank. Das kann ich machen. Genau, also erstmal vielen Dank für die Einladung und die Anfrage, den Entwurf zu kommentieren. Da sind auch schon ganz viele Punkte drin, die wir in dem Beteiligungsprozess, in dem wir gerade stecken, im Dragoner-Areal in Kreuzberg 61, schon sehr viel weiterhelfen würden. Gleichzeitig wurden wir ja gebeten, mit einem kritischen Blick darauf zu gucken. Deswegen sehen Sie es mir nach, wenn ich jetzt tatsächlich auf die, vor allem auf die Leerstellen eingehe, die wir da noch sehen. Der erste Punkt ist, dass aus unserer Sicht der Entwurf der Leitlinien jetzt gerade in dem, was unter informelle Beteiligung erfasst wird und genannt wird, nur einen Bruchteil dessen erfassen kann, was in der Stadtgesellschaft und vor allem auch in der organisierten Stadtgesellschaft bereits in Stadtentwicklungsprozesse eingebracht und eingespeist wird, nämlich mit ganz viel selbstorganisierter Beteiligung und der Formulierung von politischen Forderungen. Das heißt, für uns beginnt Beteiligung nicht erst dort, wo Politik oder Verwaltung einen Entschluss dazu fasst. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, das Dragoner-Areal im Rathausblock in Kreuzberg 61, zu dem wir eben arbeiten als Stadt von Unten, sollte privatisiert werden durch die BIMA, an einen privaten Investor gehen, und diese Privatisierung konnte durch lokalen Widerstand und später dann durch eine Bundesratsinitiative gestoppt werden. In dem nächsten Schritt soll das Areal jetzt in das Land Berlin übergehen. Aber die Verhinderung der Privatisierung war eine ganz zentrale Entscheidung in dem Prozess, und sozusagen das gesamte Beteiligungsverfahren, das wir jetzt gerade haben, wäre überhaupt nicht da, wäre gar nicht möglich, wenn nicht schon viel, sozusagen ganz viel Beteiligung und irgendwie Organisierung der von politischer Interessenvertretung eben auch davor schon da gewesen wäre, lange bevor irgendein Beteiligungsprozess da war. Das heißt, aus unserer Sicht ist der Blick hier auf jeden Fall zu eng, und es braucht eine viel stärkere Anerkennung der selbstorganisierten Beteiligung in ganz vielfältigen Formaten. Und das kann eben auch bedeuten, selbstorganisierte Ansätze eben auch direkt durch Ressourcen zu unterstützen und nicht einzuhegen in formellen und offiziellen Beteiligungsprozessen. Der zweite Punkt ist für uns die Frage, von welche Ebenen und Formen der Beteiligung und Mitbestimmung eigentlich möglich sind. Soweit ich den Entwurf jetzt gelesen habe, bewegen sich die Ebenen so in dem mittleren Bereich. Information, Konsultation, Beschwichtigung klingt vielleicht ein bisschen negativ. Scheinbeteiligung ist auch nicht mein Begriff, aber ist sozusagen das, was Arnstein in dieser Partizipationsleiter da vorsieht. Für uns als Stadt von Unten und aber eben auch für andere Akteure der organisierten Zivilgesellschaft ist eben total wichtig, dass es Möglichkeiten gibt, Inhalte und Entscheidungen zu co-produzieren und eben eine tatsächliche Kooperation zu haben. Das heißt, eine Mitbestimmungsform in diesem oberen Bereich dieser Partizipationsleiter. Und das muss eben auch die Frage betreffen, welche Fragen überhaupt in dieser Art von Prozessen gemeinsam ausgehandelt werden kann. Das heißt, für uns ist es total wichtig, dass auch übergeordnete Fragen thematisiert werden können. Also nicht nur Fragen der räumlichen Stadtentwicklung, sondern zum Beispiel auch Fragen des Eigentums, der politischen Ökonomie und Verteilung. Das heißt, Fragen, die viel größer sind sozusagen. Und das bedeutet eben auch, dass der Rahmen von Beteiligung für uns nicht einfach vorher a priori festgelegt werden kann und dann sozusagen eine Entscheidungs- oder eine, wie wir das formuliert, eine Ergebnisoffenheit da drin auch nicht reicht, wenn sozusagen der Rahmen schon ganz eng vorher gesteckt ist. Das heißt natürlich nicht, dass es keine irgendwie juristischen oder anders gearteten formellen Beschränkungen sozusagen geben kann von so Mitbestimmungsrechten, aber der Ausgangspunkt sollte in unseren Augen schon sein, dass man erstmal sozusagen je nach Kontext und Situation und eben involvierten Akteuren schon die Bereitschaft da sein muss, sich auf eine Koproduktion einzulassen und eben auch den Rahmen gemeinsam abzustecken und dann nach Lösungen zu suchen. Der dritte Punkt für uns ist der Punkt Neutralität. Ja.
Da wird eben, Neutralität wird ja im Entwurf im Hinblick auf die Begleitung und Moderation der Beteiligung gefordert. Hier ist uns einerseits nicht ganz klar, wie diese Unabhängigkeit gewährleistet sein soll, wenn es eine ganz klare staatliche Auftraggeberschaft gibt, die eben bei Senat oder Bezirk liegt und eigentlich keine tatsächliche Verpflichtung gegenüber den Bürgerinnen und ganz oft auch, so erleben wir das auch teilweise, ein unkritisches Verhältnis bei den Trägern. Zum anderen ist aber auch der Punkt, dass für uns eine Neutralität im Sinne von sozusagen man muss irgendwie alle hören, heißt noch lange nicht, dass politisch ein gutes Ergebnis dabei rauskommt. Es kann auch total schnell beliebig werden. Und da hängt ja auch die Frage dran, will man tatsächlich, dass alle Interessen einfließen? Will man, dass die der Immobilienlobby und der Eigentümerinnen einfließen? Also für uns stellt sich so ein bisschen die Frage, wo die politische Vision und sozusagen das politische Koordinatensystem bleibt, sozusagen, das dem hier zugrunde liegt. Und daraus wäre für uns eben ganz klar die Ableitung, dass man eigentlich viel stärker noch, also systematischer und proaktiver organisierte Interessensvertretung einbeziehen müsste, um sicherzustellen, ist tatsächlich mein letzter Satz, dass eben bestimmte Interessen, also eben gerade gemeinwohlorientierte Interessen und eben derjenigen, die tatsächlich benachteiligt sind, dass deren Interessen dort vertreten sind. Und müsste das eben auch viel proaktiver machen als vielleicht mit einer Anlaufstelle. Und gleichzeitig auch die Tür vielleicht zuzumachen gegenüber organisierten Interessen, die man da drin nicht haben will. Danke.